So, ich setze mich mal hier hin und esse irgendwas in aller Ruhe. Fabi, ein durstiger Kunde. Zu faul, um ihn selbst zu bedienen? Ah, ich wusste es doch, dass die Frabbi nicht so wirklich happy ist mit dem Klepper. Der alte Klepper, ey. So, Essen. Ich brauche einen ordentlichen Wein, ey. Und... Was? Altowein ist ein Questgegenstand? Habe ich was verpasst? Backkartoffeln, Eidacher Käserad, gegrillter Lauch, Karotten, Kartoffel, Kohl und ein grüner Apfel. Ochse. Ochse. Ach, wie geil. So. Aua. Wollt ihr was zu trinken? Alter, was ist denn das für ein Service? Kommst aus deinem Hotelzimmer raus, willst du was trinken? Locker bleiben. Ich brauche nichts. Dankeschön. Ich sollte Kleppere daran erinnern, hier mal wieder richtig sauber zu machen. Mhm. Beachtet das Geschrei gar nicht. Meine Eltern zanken dauernd miteinander. Alles klar, wer bist du denn? Ich will hier nur sauber machen. Ach so. Also bitte. Denkt ihr wirklich, wir haben... Oh, das ist Rassismus. Rassismus. Bloß weil ich ein Khajiit bin, ne, kommen die sofort, wenn ich das Zimmer verlasse, hierher, um sauber zu machen, weil sie denken, ich habe hier alles zugeschissen oder was. Im Gegensatz zu meinem Ehemann Klepper kümmere ich mich um unsere Gäste. Das ist sehr, sehr schön. Was ist das hier? Ach so, das sind eure Privatgemächer. Entschuldigung. Ich bin das, was man gemeinhin einen Glücksritter nennt. Macht mir ein Angebot. Vielleicht kämpfe ich dann an eurer Seite. Ich finde das irgendwie immer so seltsam, dass die hier eine Schulterplatte haben mit sonstigem Gedöns und hier gar nichts. Mit dem Krieg und all den Gefahren kann man heutzutage einfach nicht vorsichtig genug sein. Für den richtigen Preis halte ich euch den Rücken frei. Ich hab schon meine Rajad, ich brauche nicht mehr. Hier ist ja ordentlich was los. Holy hell. Lieder sind nur alte Erinnerungen, die dabei helfen, den Met schneller herabrinnen zu lassen. Sehr poetisch, der Ogmund. Was kann ein alter Skalde für euch tun, hä? Ein Skalde? Ist das so eine Art Barde? Könnte man so sagen. Ich schreibe über die Dinge, die ich gesehen habe. Die Schlachten, in denen ich gekämpft habe. Als ich noch jünger war, habe ich mir einen ziemlich guten Namen gemacht. An der Bardenakademie werden immer noch einige meiner Werke als Unterrichtsstoff benutzt. Ah, tatsächlich. Cool. Allzeit gute Kämpfe euch. Dankeschön. Netter Kommt Typ. Kommt sofort zu mir, wenn ihr einen schmutzigen Boden oder ein schlecht gemachtes Bett vorfindet. Alles gut, alles gut. Der Klepper ist gar nicht so schlecht. Guck mal, der putzt doch. Es kommen keine Lieferungen rein. Also habe ich nichts zu tun. Außer zu trinken. Und wo arbeitet ihr? Gemischt waren Arnleif und Söhne. Ich bin ein Träger. Meine Aufgabe ist es, schwere Pakete zu transportieren. Da wäre ich jetzt nicht drauf gekommen. Aber zurzeit kommen keine Lieferungen rein. Die Abgeschworenen greifen jede Karawane an. Also hocke ich hier rum und trinke. Ja, diese Abgeschworenen scheinen ja ein sehr großes Problem zu sein. Ich gebe euch einen aus. Ich habe unzählige Sachen. Alkoholische Getränke. Habt ihr Bier oder Met? Ja, hier kriegst du ein Bier. Ach so, jetzt käme der mit. Interessant. Ich glaube, ich hole mir noch was zu trinken. Ich habe dir gerade ein Bier gegeben. Und du willst auch nur saufen, Nein. oder? Wie wär's mit einem Septim? Moment, sagen wir zwei Septime. Ich bin gerade in Stimmung. Habt ihr etwas über Geld gesagt? Ich habe kein Geld für euch. Ja, einen ganzen Haufen. Seht ihr diesen Tempel? Ach, das habe ich weggeklickt. Da ganz oben? Diese Frauen wollen unter sich bleiben. Lassen den armen Degain nicht rein. Nein. Da komme ich her. Nicht einmal zum Gucken. Aber die haben einen Schatz da drin. Eine Goldstatue in der Größe eines Kindes. Wer weiß, was sie damit machen. Aber ich weiß, was ich damit tun werde. Raja gähnt schon wieder. Wollt ihr etwa, dass ich es stehle? So sollten wir das nicht nennen. Wir wollen doch nicht, dass die Diebesgilde von uns Wind bekommt, was?
Nein, ihr sollt einfach reinschleichen und versuchen, das Ding rauszuholen. Ich warte hier und zahle euch die Hälfte dessen, was mein Interessent in Rifton mir versprochen hat. In Rifton. Damit helft ihr einem alten Bettler. Den Göttlichen gefällt sowas. Ich habe da so ein Summen im Ohr. Irgendwer hat gerade gesungen. Alter, was ist hier los? So, wo kann ich denn jetzt etwas verkaufen? Das ist natürlich die Frage. Gemischt waren Arnleif und Söhne, haben wir gerade gehört. Wir kümmern uns ab jetzt um alles. Geht weiter. Ich hab dich nicht gefragt, mein Freund. Alter, das ist so cool hier, ne? Was ist denn das da oben zum Beispiel? Die Hexenheilerei. Was ist das denn? Alchemie wahrscheinlich, oder? Hallöchen. Wow. Die Hexenheilerei ist euer verschwiegener Ansprechpartner für all eure Bedürfnisse. Ja, anscheinend auch für Black Metal. Ich habe Zaubertränke für Krankheiten, Liebesschmerz, zum Ärgern von Kindern. Oh, schön. Ich ärgere gern Kinder. Was wisst ihr über die Abgeschworenen? Nur, dass sie einer alten Frau das Herz brechen. So viele Freunde, so viele Verwandte. Alle verloren bei dem Versuch, eine Vergangenheit wiederzubeleben, die schon lange vorbei ist. Okay, die sind so ein bisschen patriotisch drauf und, ja, halten an den alten Traditionen fest. Was haltet ihr von Markarth? Und Raya, bitte schlaf mir nicht ein. Du gähnst schon zum x-ten Mal in dieser Folge. Ohne die Silberblutfamilie wären wir besser dran. Alle paar Tage schicken sie ihren Rohling Ingvar zu mir, um mich um ein paar Münzen zu erleichtern. Und Silberblut verlangt ständig nach weiteren Zaubertränken, um den Ehrgeiz Ponas anzufachen. Das macht ihn gereizter als einen Bären. Okay. Die haben hier alle schon was erwähnt von der Silberblutfamilie. Scheint sehr mächtig zu sein. Was habt ihr zu verkaufen? Werft einen Blick darauf. So. Hab ich vielleicht Tränke, die ich verkaufen kann, die ich nicht brauche? Zum Beispiel schwaches Gift der Magika. Ja, das werde ich nicht brauchen. Magieresistenz. Ja, das werde ich alles nicht benutzen. Ich werde es definitiv einfach vergessen. Das ist halt die Sache. Heilung, ja, Heilung, Magika. Nee, ich zaubere nicht. Ich bin kein Zauberer. Deswegen kann ich das auch alles verkaufen. So, Ausdauer ist gut. Stärke ist auf jeden Fall sehr gut. Tragfähigkeit, 300 Sekunden lang 20 Punkte. Könnte irgendwann drauf ankommen. Ausdauerregenerierung, Zerstörungszauber brauche ich nicht. Das auch nicht. Das auch nicht. Bögen. Ja, vielleicht, wenn ich dran denke. So. Sie verkauft Bücher, aber sie kauft sie nicht. Das ist auch komisch. Ich nehme alle Ausdauertränke und Heiltränke. Definitiv. Starke Heilung ist auch sehr gut. Ich denke, schaut euch unser Gold an. Also 11.182. Da können wir es uns schon mal gut gehen lassen. Übrigens also wirklich sehr krasses Black Metal Tattoo. Also dein Gesicht könnte als Black Metal Logo durchgehen. Nun sagt mir, ob ihr ein Heilmittel benötigt. Oder etwas anderes. Nee, ich würde nur gern... Ach, da ist ja noch jemand. Ich würde nur gerne einmal ganz kurz das Alchemielabor benutzen. Mal gucken, ob ich selbst noch ein bisschen Gesundheit wiederherstellen machen kann. Ja, kann ich. Da habt ihr einen guten. Was hab ich? Trank zusammengemischt. Oh, danke schön. Hey, ich krieg noch Komplimente dafür. Das ist ja super hier. Muiri. Ich bin Botelas Assistentin. Mit ihr solltet ihr reden, wenn ihr ein Heilkraut oder einen Zaubertrank braucht. Die hat auch so ein geiles Face-Tattoo, aber ist noch in der Mache.
ist noch nicht so fortgeschritten wie bei der Dame hier. Ihr habt's ja cool hier. Toll. Hey, was soll denn das? Entschuldigung. Es tut mir leid, ich bin noch ein bisschen verkatert. Ich brauche aber noch einen Gemischtwarenhändler. Diesen Arnleif und Söhne zum Beispiel. Was ist das hier? Ruinen, Schlüssel erforderlich. Halle der Toten, oh je. Das sieht ein bisschen wichtiger aus hier. Festung Unterstein, da wollte ich jetzt auch nicht unbedingt rein. Da oben sind wir rausgekommen, oder? Am Anfang? Es muss hier doch noch irgendwo einen Laden geben. Vielleicht da oben? Oh, das ist so cool. Hi! Aus dem Weg, Fremdling! Oh, wer bist Warum du denn? Warum belästigt ihr mich, Fremdling? Weil ich gerne Adelige belästige, bevor ich sie umbringe. Nee, ich will mich... Ich sollte wieder zurück an die Arbeit gehen. Das Geld zählt sich nicht von selbst. Ich hätte so Lust dazu, denn jetzt hier runter zu belästigt stoßen. Belästigt jemand anderen. Oh. Das ist der Tempel hier, ne? Sehr, sehr beeindruckend. Was ein geiler Ort. Wow. So, was ist das hier? Nepos Haus. Ja, Nepo... Haus Vlindrell? Das klingt so... dunkelelfisch irgendwie, oder? Ihr wisst also nichts über dieses Haus? Hä? Nein. Habt ihr gesehen, dass jemand hinein oder hinausgegangen ist? Seltsame Lichter oder ungewöhnliche Geräusche? Es ist verlassen und das war es schon immer. Okay. Interessant. Anton. Antons Haus. Hier leben sogar Wir Pokémon. Kümmern uns ab jetzt um alles. Geht weiter. Ogmund ist aber, glaube ich, kein Pokémon, wenn ich mich recht entsinne. Hier steht einfach mal ein Wein rum. Wir kümmern uns ab jetzt um alles. Geht weiter. Oh, Alter, du nervst mich ab. Die Schatzkammer. Ist das vielleicht etwas zum Einkaufen oder ist das wirklich eine Schatzkammer? Ah, nee. Okay. Hi. Die Schatzkammer ist eigentlich nur für Kunden der Silberblutfamilie. Ihr gehört nicht hierher. Ach, da kann man doch mal eine Ausnahme machen. Es tut mir leid. Wir sind nur daran interessiert, unseren Kunden zu helfen. Ich habe noch Aufzeichnungen, um die ich mich kümmern muss. Ja, dann mach das mal. Super. Also, die Silberblutfamilie, das sind hier so die Bonzen. Die haben hier einfach das Sagen. Schrein von Talos. Okay, die haben einen Tempel von Dibella und einen Schrein von Talos. Talos wurde aber, glaube ich, verboten im Kaiserreich, oder? Ja, sag deinen Spruch auf, komm. Wir kümmern uns ab jetzt um alles. Geht weiter. Das kann doch jetzt aber nicht sein. Der Typ hat doch von einem Gemischtwarenladen geredet. Oder spinne ich jetzt? Ich guck mal kurz auf die Karte. Kalzelmos Turm, Kalzelmos Labor, okay. Habe ich gar nicht gesehen. Ach, das ist da unten gleich, okay. Ja, das muss einem doch mal einer sagen. Fremde. Ach, hier. Oh, ich war direkt daneben, ich Dödel. Habt ihr den ganzen Lärm da draußen gehört? Ist bloß das Marktgesindel. Wir sollten uns wieder an die Arbeit machen. Hier da. Wenn ihr hier handeln wollt, dann tretet an die Theke. Das war ein versuchter Mord da draußen. Nein, ich bin nicht Arnleif. Ja, ich weiß, der Laden heißt Arnleif und Söhne. Lisbeth. Okay.
Ich spiele ja gerade Undying auch. Werde ich auch demnächst wieder weiterspielen. Und oder mittlerweile schon weitergespielt haben. Ich nehme ja gerade hier quasi am laufenden Band Skyrim-Folgen auf. Ja, und da ist eine Dämonin, die mir sehr zusetzt und die heißt zufälligerweise Lisbeth. Also Lisbeth. Ja, die schaut auch immer so freundlich wie du. Wobei, die ist besser drauf, die lacht mich immer aus. Ja, wer ist Arnleif? Ich habe den Laden von meinem Gatten geerbt. Arnleif war sein Vater. Ah. Mein Gatte Gunnar starb vor etwa 5 Jahren. Oh. Ein Angriff der Abgeschworenen. Ach, schon wieder. Der sture Dickkopf fehlt mir. Apropos. Hast du schon wieder gegähnt, Raya? Was ist mit dir los? Du brauchst echt Tabletten, glaube ich, langsam. Das tut mir sehr leid. Und apropos Abgeschworene. Der Marktplatz wurde angegriffen. Nein, als ob die Geschäfte nicht schon schleppend genug liefen. Jetzt herrscht auch noch Gewalt auf den Straßen. Ja, direkt vor der Haustür. Das waren die Abgeschworenen, nicht wahr? Ich verliere wegen dieser Barbaren jedes Jahr Dutzende von Lieferungen. Und jetzt sind sie schon in der Stadt? Die Götter stehen uns bei. Oh je. Was habt ihr zu verkaufen? Werft einen Blick darauf. So, jetzt geht's los, Leute. Ah, ich bin so dumm. Ich muss ja erst ihr den ganzen Kram... Wiederkommen, wenn ihr ja, mein Tane? Ich muss ja erst den ganzen Kram von ihr nehmen. Natürlich, Tane. Wie kann ich euch dienen? Okay, also gib mir mal das hier und... Das hier und das hier und das hier und die Lederrüstung und das und das und das und das. So. Rest kannst du gerne behalten. Wobei, du brauchst... Wie kann ich euch dienen, Tane? Du brauchst natürlich nicht 2 leichte Elfenhelme. Ich stehe zu eurer Verfügung. Und du brauchst auch nicht... ...3 Krummsäbel. Dann mal los. Hätte ich jetzt wahrscheinlich nicht abnehmen sollen, oder? Ich gebe ihn dir mal wieder zurück. Was ist los? Wie kann ich euch dienen, Tane? Ja, sie hat jetzt noch 2 Krummsäbel, aber irgendwie sind die nicht mehr ausgerüstet. Dann mal los. Na, egal. Nein, ich bin nicht... Ja, das... Oh, bei den Göttern. Oh. Ist es derart offensichtlich? Wenn mein Gunnar doch nur am Leben wäre und mich so sehen könnte. Dieser Laden wäre endlich wieder auf dem Damm, wenn ich meine letzte Lieferung nicht bei einem abgeschworenen Überfall verloren hätte. Hm. Eine handgemachte Libella-Figur. Okay. Bietet ihr eure Dienste an? Du liest vielleicht aber schnell. Na, ich würde euch bezahlen, wenn ihr mir die Figur von den Abgeschworenen zurückholt. Ja, warum denn nicht? Ich mache es. Ich danke euch. Auf euch wartet bei eurer Rückkehr ein Batzen Gold. Alles klar, So, jetzt wird verkauft. Oh, etwas hiervon, etwas davon. Rotadlerschanze, okay. Dann schauen wir doch mal. Du bekommst diese Ebenerz-Kriegsaxt. Diese orkische Kriegsaxt der Feigheit. Orkischer Kriegshammer der Bindung. Und jetzt hast du kein Geld mehr. Das ist nicht dein Ernst. Ah. Verdammt. Ah, die hat so wenig Geld. Nein, dann kaufe ich noch ein bisschen. Ja, genau, gib mir das alles. Bin ich eigentlich dumm? Warum trage ich immer noch die Gauldur-Schwarzklinge, die 13 Schaden macht und 5 Gesundheitspunkte absorbiert und nicht das orkische Schwert des Verzehrens, das mehr Schaden macht und das Doppelte der Gesundheitspunkte absorbiert? Dann würde ich mal sagen, tschüss Gauldur-Schwarzklinge. Nein.
Oh mein Gott. Ja, komm, ich kaufe deine Dietriche. Ich hätte noch so viel zu verkaufen. Aber irgendwie will es nicht sein, soll es nicht sein. Komm, ich kaufe all deine Tränke. Und jetzt kaufst du bitte meinen ganzen schweren Kram, weil ich muss das loswerden. Oh. Wow. Ich glaube, den gebe ich auch wieder Raya zurück. Das war ganz cool, als er den Schutzgeist beschworen hat. Okay. So. Jetzt hat sie 0 Gold. Sehr schön. Sagt einfach Bescheid, falls ihr noch etwas benötigt. Oh mein Gott, was ist denn so schwer bei mir? Vielleicht gibt es hier noch eine Schmiede oder sowas. Ach ja, war da unten nicht eine Schmiede? Ich gehe mal kurz darunter. Raya, den... Wir halten an. Was ist los? Wir halten schon die ganze Zeit an. Ich stehe zu eurer Verfügung. Ja, super. Ja, sehr gut. Jetzt hat sie die Krummsäbel wieder ausgerüstet. Ich gebe dir nochmal den Stab des Schutzgeistes zurück. Dann mal los. Ich gehe nochmal ganz kurz darüber. Ich glaube, da war eine... Räumt denn doch mal weg, den Typen. Das ist ja furchtbar. Was war das gerade? Der hat sich vor meinen Augen in Wohlgefallen aufgelöst, der Typ. So, tschüss. Ach so, das geht gar nicht. Ich muss den mal kurz entsorgen, den Typen. Raya, lässt du mich mal bitte durch? Und tschüss. Ja, super. Jetzt liegt er da die ganze Zeit rum. So. Ich habe mein Bestes getan. Was ist das hier? Die Wohnkaserne. Entschuldigung? Was zur Hölle? Wie seid ihr denn drauf? Nehme ich mal den Dietrich mit. Dass er nicht umsonst gestorben ist. Ja. Jetzt kommen wir nicht mehr raus, oder? Irgendwas versteckt? Nein. Komm, Raya. Super. Ihr seid keiner meiner Arbeiter. Was macht ihr hier? Nichts. Ich sehe mich nur um. Na schön. Seht euch nur um. Und wenn ihr damit fertig seid, können wir uns vielleicht um die Arbeit kümmern. Gehört euch diese Schmelzhütte? Was? Nein. Sie gehört Tona Silberblut. Ihm gehört alles in Markat. Der ganze Papierkram bleibt aber an Nepos die Nase hängen. Eine schwere Bürde für den alten Mann. Ach, Nepos, da haben wir das Haus schon gesehen. Nepos die Nase. Was wisst ihr über die Abgeschworenen? Jeden zweiten Tag scheint einer der Arbeiter in die Hügel zu verschwinden, um sich den Abgeschworenen anzuschließen. Man muss den Nord ja nicht lieben, aber gleich sein ganzes Leben ihrer Auslöschung widmen, das ist doch dumm. Ja, das ist dumm. Ich kann, wenn nur ein bisschen daneben geht, lässt mich Molo Spitter dafür bezahlen. Erzählt mir etwas über die Abgeschworenen. Wir haben viele gute Leute in diesem elenden Kreuzzug verloren. Vertreibt die Nord, heißt es. Tja, die Nord sind noch nicht vertrieben. Okay, also die Abgeschworenen sind gegen die Nord, oder was? Hauptsächlich ich und Hadrasil. Mulosch kommandiert uns den ganzen Tag herum, aber das würde ich keine ehrliche Arbeit nennen.
Einige Leute aus der Wohnkaserne haben hier gearbeitet. Regain hat sich was gebrochen. Eltris hat aufgehört. Kairin ist zu krank. Hm. Oh je. Also gut. Hey, Hathrasil. Sie mögen nicht, wenn wir uns während der Arbeit unterhalten. Das weiß ich ja schon, aber... Mulush, ein großer Ork. Nicht zu übersehen. Ich bin mir nicht genau sicher, was der Sinn deiner Arbeit ist, aber... Weitermachen, mein Freund, weitermachen. Wisst ihr etwas über die Abgeschworenen? Ich habe mit diesem Unsinn nichts zu tun. Ich will nur arbeiten. Alles klar. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Was ist das hier? Das ist, oh, eine Mine. Wollte ich eigentlich nicht rein. Ich suche eigentlich irgendjemanden, der mir noch was abkaufen kann. Der vielleicht. Tacitus, was ist das? Ein Nagel? So nennt ihr das also? In der Armee hätten wir es unbrauchbar genannt. Schaut doch, wie brüchig das Metall ist. Es tut mir leid. Ich habe nur... Also die Schmiede wird so heiß. Und ich dachte... Ihr habt was gedacht? Ihr könntet einen Schritt überspringen? Das Metall nicht vollständig erhitzen? Unbrauchbar. Macht das noch einmal. Harte Sitten. Ich bin Gorsas Assistent. Ich helfe ihr mit der Schmiede. Ja, dann, macht daraus mal einen schönen Nagel, Tacitus. Ihr solltet euch an Gorsa wenden, wenn ihr etwas braucht. Das werde ich tun. Hi. Vergeudet keine Zeit mit Tacitus. Das bringt nichts. Man sollte meinen, ein Lehrling müsste ein paar Scharniere schmieden können. Aber nicht Tacitus. Ah, Gott sei Dank. Wollt ihr euch schützen oder Schaden austeilen? Ich möchte verkaufen. Ja, du hast ein bisschen Gold. Okay. Dann nimm doch mal... Genau, meine Barren. Aber sonst kann ich dir nichts verkaufen, echt? Ja, halt nur die wirklich geschmiedeten Sachen, ne? Ja, ah, shit. Mhm. Aber ich habe doch noch so viel mehr. Ich habe doch noch diese ganzen Magierroben und was weiß ich und bla bla bla. Ich brauche mehr Ausdauer. Definitiv mehr Ausdauer. Das ist alles nicht so toll hier. Okay, Raya, ich werde dich noch einmal belasten müssen. Denn es sieht nicht so aus, als könnten wir... Wie kann ich euch dienen? Es sieht nicht so aus, als könnten wir demnächst alles loswerden, was wir hier haben. Deswegen gebe ich dir jetzt mal den ganzen Kram hier. Die Amethyste und die Granatsteine. Einfach alles. So, dann natürlich noch die Bücher. Und, genau, den ganzen Kram noch. Und ich glaube, das war's schon. Ja. Ich trage immer noch viel zu viel, das ist nicht schön. Geht voran, mein Tane. Werde ich tun. So, dann gucken wir mal. Ich muss ja noch dieses orkische Schwert des Verzehrens ausrüsten. Favoriten. Und Nummer 1. Wie sieht's denn aus? Ja, doch. Sehr, sehr schön. Gefällt mir gut. Okay. Alles klar. So. Dann würde ich sagen, das nächste Mal erkunden wir den Rest von Markarth. Ich freue mich schon drauf. Das kann ja heiter werden. Bitte abonniert unseren Kanal und abonniert uns auch auf Twitch, beziehungsweise folgt uns auf Twitch. Zurzeit machen wir dort Oblivion-Streams. Immer sehr witzig, immer sehr schön und spannend. Und ansonsten, bis zum nächsten Mal. Gebt uns einen Daumen nach oben, teilt unsere Videos mit euren Freunden, das wäre awesome.
Rock on, euer Gamer Jesus.